Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Formel 1 2012 hier in Brasilien, dürfte das letzte Rennen sein. Aber vorerst muss ich sagen, dadurch, dass ich beim letzten Rennen den schwarzen Bildschirm dann am Ende hatte, musste ich das Spiel notgedrungen so beenden. Es hat nicht gespeichert, das heißt, ich musste den USA Grand Prix nochmal nachholen. Bin da allerdings Dritter geworden und habe jetzt, so, das will ich euch zeigen, genau ein Vertragsangebot von Sauber. Und ja, ich denke mal, das nehme ich auch mal an. Ein bisschen Abwechslung hier zeigen. So, für die nächste Saison aber erst. Vertrag unterschrieben und zugestellt. Hallo André, ich wollte dir nur kurz mitteilen, dass ich bei Sauber war und deine unterschriebenen Verträge abgegeben habe. Es ist alles reibungslos gelaufen. Damit ist jetzt offiziell, dass du im nächsten Jahr für das Team fährst. Ich werde demnächst ein Treffen mit Peter Sauber arrangieren, indem ihr euch über deine Pläne für das kommende Jahr austauschen könnt. So, hier nochmal Informationen zum Rennen in Sao Paulo. Qualifying 6. Rennen, mindestens 3. Gucken wir mal, ob wir das denn schaffen. Zur Saison. Steht Choki bei Force India vor dem Abschied? In Formel 1 Lager kursieren dieses Wochenende Gerüchte über die Zukunft von André Choki. Einige Quellen behaupten, dass Choki Force India zum Saisonende verlassen wird. Nun wird der Fahrer gleich mit mehreren Teams in Verbindung gebracht, auch wenn es auch noch keine offiziellen Aussagen gibt. So. Allerdings werdet ihr das dann wahrscheinlich eh nicht mehr sehen. Denn ich werde jetzt dann nach den Rennen hier, da habe ich eine Saison durch. Ich denke mal, das reicht dann auch. Werde ich das Let's Play dann beenden, denn ich habe ja noch ein bisschen was anderes vor. Und ja. So, 52% Regenwahrscheinlichkeit. Es regnet im Moment nicht, deswegen werden wir gleich mal ganz schnell auf die Strecke gehen. Und gucken, was wir hier so reißen können. Lass noch ein bisschen gucken, was wir hier so machen können. Eine lange Gerade. Bevor man hier in diese Kurven reingeht, okay. Ups, nein, das wollte ich nicht. Hier kann dann DRS auch, ja, gut aufmachen. So, 100 Meter Schild bremsen, okay, das passt. Das sind aber große Schilder hier. Gut, so krass hätten wir jetzt hier nicht abbremsen müssen. Noch ein bisschen vorsichtig bin ich gerade. Und das war schon wieder so ziemlich eine Runde. Also das geht da schnell. Mal ohne Kers zu benutzen diesmal. So, das machen wir dafür jetzt mal. Na, 1.17er Zeit, okay. Ja, genau, mach Platz, dankeschön. Oder auch nicht, naja, brauchst du erstmal nicht. Das ist ja mein Teamkollege, guten Tag. Ja, das sah doch schon besser aus hier. Ja, das sah gut aus. Ich weiß noch nicht so recht, wann ich hier Kers einsetzen soll und wann nicht.
Ist gerade so die ganzen Kurven. Ah, dafür sind wir ja noch im Training. Ups. Jetzt habe ich kurz auf die Zeit geguckt. So, hier könnte ich eigentlich mal Chaos benutzen noch ein bisschen. Obwohl, naja, man geht gleich in die nächste Kurve rein. Aber ein bisschen ausprobieren. Jetzt ist mein Chaos natürlich auch schon weg. Okay, dann haben wir es diesmal mal komplett benutzt. Ich habe auch am Anfang hier einen Fehler gemacht. Wieder langsamer. Muss mir mal was einfallen lassen. Nein. Okay, die Runde wird auch nicht toll. Es wird wieder keine so tolle Runde. Okay, Sektor 2 ist also mein Knackpunkt. Ich höre genau neben mir ein Auto, weil gerade aus der Box rauskommt, auch nicht schlecht. Gut, das war jetzt gerade ein bisschen heftig. Uiuiui. Es wurde auf einmal so eng und dann zwei Wagen, oder? Bisschen aggressiv war ich gerade irgendwie. Das ist die ersten zwei Runden noch so lalala, und jetzt auf einmal zack, zack, zack. Das ist nicht immer gut ist. Du verlierst viel Zeit in den letzten beiden Sektoren. Ja, gut. Ich sag mal, so ist Sektor 1 ganz in Ordnung. Jetzt. So, da kommen wir gleich mal eine beste Zeit rausgehauen. Das war schon wieder scheiße. Gucken, wie es hier aussieht mit DRS offen, aber es sieht mit Flügel offen, aber es sieht ganz gut aus.
gucken wir mal, was wir jetzt hier. Du verlierst etwas Zeit in den letzten beiden Sektoren. Ja. Das letzte war jetzt nicht so toll. Das wird jetzt auch nicht toll. Hm. Ah, die Strecke, denke ich mal, haben wir drin, ne? Ja, doch, die Strecke haben wir ganz gut drin, ne? Würde ich mal meinen, so schwer ist die auch nicht, die ist auch wirklich kurz. So, gucken wir mal, was wir in Qualifying reißen können, wenn wir dann in der Box fahren. Jetzt muss ich noch gucken. Achso, ja, das war ja, okay. Tag. Jo. Strecke lässt es schön fahren, muss man sagen. Bisschen huckelig. Und an manchen Stellen auch ziemlich eng. Aber eine wirklich schnelle Strecke. Und mal gucken, was wir hier so reißen können. Springen zu Qualify. Ah, am Ende hat es sogar geregnet. Qualify 1, wäre der 6. oder besser. Gut, das müssen wir jetzt noch nicht schaffen. Wichtig ist, schnell eine schnelle Runde zu fahren. So, wie immer, so viel Speed wie möglich hier rausholen. In dem Fall Maximalspeed. So, ganz da vorne ist einer. Ich denke mal, der wird mich nicht behindern dann. Ups, das war scheiße. Ja, die Runde wird ja nichts. Ja, ist nicht so eine tolle Runde. Also dann bin ich nicht so zufrieden mit. Bei ihm weiß ich bestimmt auch eine 1,15, dann wird was ich schon mit harten Reifen geschafft habe. Wenn nicht sogar schlechter. Ja, 1,15. Muss besser sein. Oder muss besser werden. Und ich hoffe, es wird jetzt besser. Ich denke mal, hier kann ich noch schneller sein. Wow! Das war heftig.
bin da mit der S gefahren. Das war wirklich ein bisschen heftig. Aber ich hab schon selber gemerkt, dass Sektor 3 nicht so meins ist. Aber ja, es sieht schon mal ganz gut aus bis jetzt. Lila, also Bestzeit für mich persönlich und eine grüne Zeit. Allgemein. Paul liegt jetzt auf Platz 5. Jedes Mal hier. Schlimm. Was ist das? Ja, gut, das war das. Jetzt nur. Ich hasse es. Hier sind überall Kurven. Zwecks den Loslassen. Wieder oder loshauen wieder. Nach der nächsten Zurückspulen. Aber. Okay, du musst an die Box, bevor dir der Sprit ausgeht. Komm in den nächsten zwei Runden rein. Die Runde muss ich jetzt noch fahren. Und? Ach. Zum Schluss wieder. Hat einen kleinen Fehler gemacht. Zweiter Sektor war so gut. Egal, jetzt fahren wir erstmal in die Box. Nochmal schnell auftanken, dann geht's weiter hier. Vierter Platz im Moment. Ist in Ordnung. Hallo Weber. So, dann bin ich mal gespannt, wer Weltmeister wird. Hier im Spiel. Hamilton oder Button. Oder vielleicht auch Alonso, was ich mir nicht wünschen werde. So, ach, da ist ja schon wieder eine Boxhand. Alter. Kann man ja voll cheaten. Du bist da hinten hin mit übelsten Speed. So, und wieder raus. Es ist jedes Mal. Okay. So fährt er gerade seine schnelle Runde, oder? Weil eigentlich müsste er den bekommen. Ja, Charles Pick. Oh je. Yeah. Ja, verdammt, nah an den Curves fahren, aber nicht über den Curves oder über die Curves drüber fahren, dass man dann krass ist. Das ist immer nicht so. Aber eben, man versucht ein bisschen die Kurven enger zu schneiden. Ich meine, die Curves sind nicht umsonst da.
Das war schon wieder eine richtig hässliche Runde. Nee, egal. Auf geht's in die nächste, aber ich denke mal, wir werden das nächste Qualifying ganz locker erreichen. Du könntest in allen Sektoren auch schneller fahren. Mal gucken, ob es jetzt was wird. Lila eine Zeit schon mal. Im ersten Sektor. Ah, es war jetzt... War jetzt nicht so schön. Wieder eine zweite, auch im zweiten Sektor. Und ich glaube, dieses doofe Bremsen wird es mir jetzt wieder kosten. Oder? Ja. Also der letzte Sektor ist wirklich, ich habe fast eine Sekunde verloren dadurch. Aber was soll's, wir sind ja erst noch im ersten Qualifying. Erster Sektor langsam, sehr langsam sogar. Paul ist im Moment auf Platz 10. Ja, schon wieder so verbremst. Ich immer versuche, ganz genau bei dem 50-Meter-Schild zu bremsen. Aber ich muss ein bisschen weiter vorne bremsen, glaube ich. Das Benzin wird schon wieder knapp. Dann fahre ich jetzt mal in die Box. Ja, eigentlich, wie viel Zeit haben wir denn noch? 7 Minuten? Ja. Wo bin ich? Da, 9. Noch 5 Minuten. 8. War ich nicht eben noch 9? Egal. Jo, nächste Qualifying. Du bist für die nächste Session qualifiziert. Gut, gut. Das läuft ja schon mal. Jetzt gucken. Lass mal in die nächste Runde kommen. Ja, ins nächste Qualifying. Oh, zum Glück ist der da wirklich hinter mir. Wer auch immer da hinter mir fährt. Sehe ich jetzt nicht. Da werde ich einen guten Speed drauf bekommen. So, hier nochmal Flügel aufmachen, damit wir ein bisschen mehr Geschwindigkeit kriegen. Hoppala.
ein bisschen doof gebremst. Ja, ich glaube, hier war ich jetzt ein bisschen zu langsam. Vielleicht sollte ich mir auch mal Kers für die Kurve hier aufheben, dass ich hier schneller hochkomme. Drei König sind an mir. Du bist nur noch Zweiter. Drei König sind jetzt Runde 1,45, 5,8. Ich habe eine 1. 1,14,58, 1,14,99 habe ich. Und die Runde hier sieht doch jetzt mal ganz gut aus. Oder eben auch nicht. Irgendwie verliere ich ziemlich viel Zeit in Sektor 2 und 3. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. So, dann haben wir das Kers für den ersten Sektor, für den zweiten und dritten aufgespart. Aber eine Sekunde langsamer, das gibt's doch nicht. Was mache ich denn so krass falsch? Im Moment bist du draußen. Ja. Du musst dich mindestens auf Platz 10 verbessern, sonst findet Q3 ohne die Stadt. Oh, das wird 1,13,8. Wow. Das ist heftig, das ist richtig heftig. Vielleicht kann ich nochmal am Schnellsetup kann ich nicht machen. Scheiße. Okay, dann müssen wir jetzt auf die Strecke und gucken, dass wir jetzt hier. Benzin, rohes Gemisch. Jetzt ist Massa natürlich genau vor uns. Denk dran, dass du auf angefahrenen Reifen unterwegs bist. Damit solltest du etwas früher pushen können, sobald sie auf Temperatur sind. Also irgendwas scheine ich ja extrem falsch zu machen. Achso, der hat vorbeigelassen. Sektor 3 ist nur diese eine Kurve und das bisschen hochfahren. Ich verstehe gar nicht, warum ich da so schlecht bin. Sektor 1 bin ich wirklich top. Von Zeiten her.
Aber mal so oft wie es geht den Flügel aufmachen. Immer in der grünen Zeit. Und jetzt hier nochmal die Hälfte Kers aufgespart für den Teil. Uff, Zehnter. Ah, ein bisschen späten Flügel aufgemacht, das wird keine gute Zeit. Dann kann ich mir ja Kers aufheben. Denn die Runde wird eher nichts werden. Ich überlege gerade wirklich, was ich so krass falsch mache, dass ich hier in diesem Abschnitt so viel langsamer bin als die anderen. Ach, jetzt auf einmal ist es okay, Ende. Schon wieder Elfter. Oh ja. Minuten, hoffen wir mal, dass es was wird. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass die Reifen wieder so langsam sich abbauen. Muss dann mal gucken. Soll man nicht ordentlich um die Kurve kommen? Also irgendwie. Plus 8 Zehntel. Ja, jetzt muss man in der Box auch noch. Weil Benzin leer ist. Okay, es wird wohl höchstens ein 11. Platz für uns. So wie es im Moment aussieht. Ist natürlich schade. Aber lässt sich nicht ändern. Wir hätten dann halt sehen, was wir im Rennen reißen können. So, noch drei. Ja, ich weiß, dass ich da. Noch 3 Minuten, okay, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Was allerdings schlecht war, dass vor uns welche waren. Ich weiß nicht, was die Racer jetzt macht. Er fährt noch eine Runde, oder? Ne, er fährt in die Box, gut, dann habe ich freie Fahrt immerhin. Du könntest in den ersten beiden Sektoren noch zulegen. So, jetzt muss ich mich mal ein bisschen konzentrieren hier. Und gucken, dass wir hier an der Zeit fahren. Die locker ausreicht, um weiterzukommen. Noch 2 Minuten. Du brauchst jetzt eine schnelle Runde, sonst bist du raus. Ich hatte das Gefühl, die Kurve war wieder nicht so gut. Also ich glaube, hier fahre ich auch ein bisschen zu langsam. Das ist. Bei mir habe ich dann. Komisches Gefühl, ja, plus 4 Zehntel. Okay, dann
Ja, eine Runde schaffen wir noch, auf alle Fälle. Vielleicht sogar noch zwei. Ja, wenn wir keine großen Fehler bauen. Du liegst jetzt auf Platz 11. Wenn wir keine größeren Fehler machen, dann dürfen wir noch eine. Scheiße. Noch eine Runde aufkriegen. Nochmal von denen kriegen. Jetzt habe ich natürlich kurz vergessen, das DRS anzumachen. Nur noch eine Minute. So, was passiert mir natürlich dann immer, wenn es um die Wurst geht. Raikön, guten Tag. Ich hoffe, der blockiert uns nicht so sehr. Noch 30 Sekunden in dieser Session. Ich mache gerade wirklich so oft, wie es geht, Flügel auf. Auch wenn es nur kurz ist. Ja, die Zwischenzeit. Okay, eine Runde kriegen wir noch hin. Jetzt muss ich aber mal Benzin hier wieder auf Standard stellen. Reifen sind natürlich im Arsch. Ah, shit. Okay. Ja, war jetzt nicht so ein schlimmer Patzer, würde ich mal meinen. Hätte aber auch nicht sein müssen. So. Ja, ich glaube eher nicht, dass es was wird. Schade. Elfter. Naja. Unser Tag. Um einen Platz an Q3 vorbei. Platz 11 in der Startaufstellung. Das ist natürlich bitter, aber Sergio Perez, für den ich, mit dem ich wahrscheinlich dann nächstes Jahr fahre. Oder für den ich dann vielleicht nächstes Jahr fahre. Also in der nächsten Saison, nächstes Jahr. Ist ja nur 17, ne? Da wird sich jetzt auch nicht mehr anstrengen. Naja, gut, das soll es gewesen sein, schon wieder. Schade, hätte mehr drin sein können, aber es wollte nicht sein. Naja, 11. Platz, da haben wir auch schon ganz gute Sachen rausgerissen. So, ja. Würde ich sagen, bis zum Rennen im nächsten Part. Und irgendwie bin ich gerade ein bisschen verwirrt. So, nochmal ein paar Statistiken hier. Ja, längste Distanz. Und dann sage ich tschüss, bis zum Rennen im nächsten Part. Das war richtig. Ciao.